Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Ich habe es auch gemerkt, dass die Stimmung ein bisschen in den Keller gegangen ist, als ihr gehört habt, dass ich aus Bayern weggezogen bin. Es hat aber einen schönen Grund, weil ich bin der Liebe wegen nach Köln gezogen. Ja, dankeschön. Weil ich bin von meiner Ex geflüchtet. Ja, dankeschön. Der Applaus tut gut in der Seele. Liebe Grüße nach draußen. Und jetzt darf ich Comedy machen und das ist für mich wirklich eine Ehre, ey, dass der Auftritt ab jetzt super wird, glaube ich auch dran. Ich kriege als Comedian komisches Feedback. So, neulich, also erst gestern meinte ein Kollege erst zu mir, Fabi, das, was du machst, Comedy, ich könnte das nicht. Immer wieder vor Leuten stehen, immer wieder das Gleiche erzählen, ich könnte das nicht. Und ich dachte mir so, ey, Dicker, du studierst Lehramt. Das ist original deine Jobbeschreibung. Der studiert Latein auf Lehramt, Freunde. Piu, piu, ja, wie am Zahn der Zeit willst du sein. Lateinlehrer, Alter. 40 Jahre lang Schüler unterrichten, die sich die ganze Zeit denken, ah, fuck, hätte ich doch nur Französisch genommen. Ich narr, oder? Ist auch eine geile Wahl, oder? Latein, Französisch. Die Wahl zwischen einer toten Sprache und einer Sprache, wo du dir wünschst, du wärst tot, wenn du sie sprichst. An der Stelle liebe Grüße an alle Franzosen da draußen. Herrlich. Nein, ey, aber ich kenne mich aus mit Scheißjobs. Ihr habt es gehört, ich habe über 3 Jahre in der Pflege gearbeitet. Also ich war bei Aldi. Und ohne Scheiß, da machst du nichts anderes wie die Ausbildung zum Kassierer ohne Grenzen. Ohne Scheiß, Leute. Ich bin da durchgedreht. Ich vergesse es bis heute nicht. Ich wach zum Teil immer noch nachts schweißgebadet um 2:30 auf und denk mir, ich mache jetzt keine zweite Kasse auf. Wirklich. Das ist unglaublich. Ich vergesse auch die Nummer nicht bis heute. Neulich hat meine Freundin so auf sexy so eine Aubergine geschickt. Und ich dachte mir, krass, das ist die 261. Ich war spitz wie Lumpi, Wahnsinn. Weil all die Kasse, ey, das vergisst du nicht. Du hast so 8 Puls und die sind alle kaputt gegangen. Weil immer Puls 300, immer Stress, Stress, Stress. Und die schlimmste Situation an der Kasse, ihr kennt die auch, ist, wenn so ein Kind in Begleitung der Mutter das erste Mal selber zahlen soll. Oh, das ist eine Farce für alle Beteiligten. Weil wenn dieses Kind da anfängt, seinen Brustbeutel rauszuholen, mit den 16 Glasichtfolien und so anfängt, den ersten Euro rauszuzaubern und seine Mutter dabei anguckt, mach ich das richtig, Mama, ist das gut so? Und sie ist so, prima, Pascal, das machst du fantastisch, Junge. Weiter so, weiter, weiter. Und dann holt er noch so 10 Cent mit raus und dann liegen da so verschwitzte 1,10 Euro. Und ich guck die an, denk mir, ey, nix für ungut, wir sind bei 43 Euro, so. Ich hab nicht viel Zeit, da stehen 15 Leute an. Ich kann den Typ von hier hinten bis hier vorne riechen, Alter. Weißt du, was ich meine? Vor allem der Junge ist 17 Jahre alt, so. Ich hab dem Feuerwerkskörper verkauft, Leute. Wahnsinn. Und dann die schlimmste Situation, wahre Geschichte, ist mir wirklich passiert. Ich hab's so kassiert. Irgendwo tippt mir dann von hinten so eine Hausfrau auf die Schulter. Die meinte, junger Mann, ihr würdet gerne eure Kaffeemaschine zurückgeben. Ich sag, ja, warum das? Ja, wissen Sie, junger Mann, diese Kaffeemaschine macht keine Late Machete. Late Machete, Leute. Die meinte Latte Macchiato, Alter. Ey, wie viele Abzweigungen musst du verpasst haben? Dass du dir denkst, Late Machete ist fein. Und das Schlimme ist, je öfter ich es gehört habe, desto geiler fand ich's. Ich bestell nichts anderes mehr, Alter. 2 Late Machete mit doppelt Espresso, aber bitte Pronto Toronto. Denk da mal morgen an mich. Wirklich, morgen in der Früh Bayern 3 ein doppelter Late Machete einfach zu mitnehmen. Gern geschehen, ey. Ich freue mich darüber. Und das Ding ist, ich habe da 3 Jahre gearbeitet, ne? Das Einzige, was ich da gelernt habe, ist gelernt zu lügen. Ohne Scheiß, Leute. Meine Lieblingslüge war, ja, muss ich mal im Lager gucken. Ich war nie da. Ich kenne das Lager nur vom Hörensagen, weißt du? Nie da gewesen, ey. Oder ich wurde jetzt zum Beispiel im Sommer auch oft gefragt, Entschuldigung, ist die Wassermelone noch gut? Dann bin ich da so hingegangen zu der Wassermelone, einfach so gemacht. Die ist top. Nimm einfach mit die Scheiße, ihr habt da auch keine Ahnung. Ich weiß, dass das die 107 ist, weißt du?
Das ist unglaublich, ne? Aber dreimal klopfen ist der Trick, Leute. Wirklich dreimal klopfen, weil zweimal denkt er, du blöffst. Ehrlich. Das ist so geil. Und das andere, was ich auch noch da so dazugelernt habe, ist, ich komme aus dem Handel, ne? Aber ich kann gar nicht handeln. So, ich habe wirklich, ich gehe wahnsinnig gerne auf Flohmärkte zum Beispiel. Ich liebe Flohmärkte. Und neulich habe ich da so ein Shirt gesehen, das fand ich wahnsinnig geil. Ich meinte, wie viel willst du dafür haben? Und sie meinte, 4 €. Und ich schwör's euch, ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen. Meinte, ah komm, mach 3. Hat sie gesagt, okay. Und dann habe ich ihr so ein 5er rübergeschoben, habe gesagt, passt schon. Unglaublich. Ey, aber das ist meine Reise so. Ich darf jetzt Comedy machen, ich bin heute hier. Das ist für mich echt eine Riesenehre, weil ich habe innerhalb von dem Jahr schon so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ah, lässt das vielleicht einfach auch sein. Weil ich habe allein in der Woche wirklich, in dem Jahr innerhalb von einer Woche mal wirklich folgende Shows gespielt. Ich habe angefangen in der Shisha-Bar. Mhm, liebe Grüße. Und am Ende der Woche war ich in einem Seniorenheim. Genau, und man denkt sich jetzt auch so, alter, krass, Fabi, Shisha-Bar, Seniorenheim, mehr Kontrast geht doch gar nicht. Das stimmt nicht, in beiden Orten wurde schon sehr viel mit Schläuchen gearbeitet, so. Okay, das war die Grenze scheinbar, tut mir leid, es wurde halt sehr viel geblubbert. Was soll ich sagen, es war ein sehr unruhiges Publikum, sehr viel Traube Minze nachbestellt worden, es ist einfach so. Und vor mir in dem Seniorenheim ist eine Kollegin auf die Bühne, die meinte, ey Leute, geht's euch gut, könnt ihr mich hören? Stille. Und dann wusste ich so, wow, das wird zäh, okay? Aber dann wusste ich noch nicht, wie ich anmoderiert werde. Weil die Moderatorin geht auf die Bühne, guckt sich das Publikum an und sagt original, Mensch, das ist so schön, dass Sie hier heute rausgekommen sind, hier zum Comedy-Tee, hier bei uns um 15 Uhr im Seniorenheim. Und ich gucke sie an und ich sehe, da ist überwiegend weibliches Publikum anwesend. Das ist super, weil für Sie, liebe Damen, habe ich jetzt noch einen richtigen Leckerbissen. Ja, ja, das ist ein Sahneschnittchen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie den witzig finden werden. Schlimmster Satz überhaupt. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie den witzig finden werden. Aber der ist auf jeden Fall was fürs Auge. Und hier ist für euch Fabian. Und ich denke mir so, nein, 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 nein. Was ist das denn für eine kranke Scheiße jetzt? Ich dachte, ich bin hier als Comedian gebucht. Weißt du, was ich meine? Das erklärt auch den Ghetto-Blaster auf der Bühne. Ich bin hier einfach als Sexobjekt gelandet. Weißt du, was ich meine? Und dafür ist mein Gesicht nicht gemacht. Weil ich habe so ein Gesicht, wenn man mir bumst, das muss man erklären. Nein, guck mal, Leute, es gibt so Leute, da zeigt man so ein Foto und sagt man, hey, ich hatte was mit dem. Und sagt man so, wow, Glückwunsch. Da möchte man das Foto anfassen. Wenn man was mit mir hat und danach so ein Foto zeigt, muss man auch immer dazu sagen, ja, aber der ist mega witzig. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Applaus deuten soll, Leute, ehrlich gesagt. Das ist eine Frechheit. Aber genau, ich gehe dann auf diese Bühne, ne? Ich sehe die Erwartungshaltung im Raum, in dem Seniorenheim. Ich sehe, wie die Damen am Anfang sich so die Strümpfe hochzuziehen und sie über die Lippen zu lecken, weil die dachten, wow, da kommt jetzt hier Kalbpflaume Sohn oder so. Und ich gehe auf die Bühne und ich sehe, wie jede von den Damen richtig enttäuscht von mir ist. Leute, ich habe original den Satz gehört, Ingrid, der ist nix. Ingrid, der ist nix. Alter, ich bin immer noch 26 Jahre alt, Leute. Ich stehe ja immer noch im Saft. Für Ingrid habe ich ein bisschen was zu sein. Keine Ahnung, kann man mal drüber rutschen oder so? Nichts. Nicht mal einen Kaffee trinken, so. Weißt du, was ich meine? Und ich habe es ausprobiert. Ingrid wollte mit mir kein Late-Matchade trinken gehen. Leute, ihr wart ein super Publikum. Habt noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank.